wie der alte Fritz das wohl wieder geschafft hat. Da findet ihm zu Ehren eine Gedenkfeier im Palmengarten statt. Und wie auf Bestellung hört es pünktlich zu Beginn der Veranstaltung auf zu regnen und die Sonne kommt raus. Die Trauergäste, darunter so illustre Persönlichkeiten wie Peter Maffay, der lieber den Hintereingang benutzte, Konzertveranstalter Marcel Afram oder auch Mr. Tigerpalast Johnny Klinke, sind sich jedenfalls einig. Da muss Fritz Rau die Finger mit im Spiel gehabt haben. Für Panikrocker Udo Lindenberg war Fritzi Rau sowieso immer mehr als nur ein Freund. Wir haben zusammen gewohnt, ja, in der WG in Berlin. Bei den Shows und so, da ging ich immer rund um die Uhr die Nächte durch, ne? Denke, denke, was geht noch besser, was geht noch geiler, größer und so. Da hat er bei mir gewohnt, im Hotel, im Zimmer, gegenseitig zugedeckt, Helfrätschen, dann oben schlafen, 3 Stunden, dann geht's wieder weiter, ne, also, so, ne? So, ne? So waren die beiden und sind sie ja. Das geht ja immer weiter. Das geht ja auch immer, sehr gute Connection. Für Udo Lindenberg ist eines völlig klar. Solche Menschen wie Fritz Rau gibt es nicht allzu häufig. Denn Fritz war für Udo wie ein Bruder, wie ein Abenteurer, wie ein Künstler, Kollege auch, ne? Freund, super kreativ und so. Ne? Ja? Nicht nur kalte Business-Zocke und so, ne? Ja? Nee, gar nicht. Sondern menschlich. Publikum war total wichtig, dass alle für faire Kurse, faire Plätze haben, also gut gucken können, ne? dass alle gut dabei sind bei diesen großen Ereignissen. Auch sehr politisch, Grüne Raupe zum Beispiel, ne, haben wir zusammen gemacht, Rock gegen Rechts, all die Sachen, die wichtig sind, neben Entertainment und so. Ne? Ja. Ebenfalls vor Ort, allerdings nicht vor unsere Kameralinse gehuscht, Scorpions-Sänger Klaus Meine und SPD-Chef Sigmar Gabriel. Aber egal, ob nun prominent oder nicht. Die Freunde von Fritz Rau kamen in Scharen, um bei der privaten Gedenkfeier mit dabei zu sein. Denn egal, ob Rolling Stones, Jimi Hendrix, Madonna oder Eric Clapton, Fritz Rau hat sie jahrzehntelang alle auf Deutschlands Bühnen geholt. Sein Tod, für Udo Lindenberg zwar sehr traurig, aber bestimmt nicht das Ende. Klar, schwer ist es auch. Aber wir haben eine sehr starke Verbindung und er ist, wie gesagt, vorgereist. Ne? Er ist auch nicht von uns gegangen, er ist nur vor uns gegangen. Ja? Okay, und die Power bleibt. Der Auftrag bleibt stark wie zwei. Ja? Sprach's und machte sich auf den Weg ins Gesellschaftshaus zur Gedenkfeier für seinen guten alten Freund Fritz Rau, die auf Wunsch der Angehörigen allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.